Das Gärtnerherz höher schlagen lassen und dabei Gutes tun. Das ist das Ziel der Charity-Veranstaltung Gartenzauber und Lebenslust. Rund 50 Aussteller präsentieren vom 13. bis 15. Mai im Asiapark in der Au alles rund um das Thema Garten. Aber nicht nur Gartenfreunde sind herzlich willkommen. Weil wir jetzt eben nicht nur Gartenmenschen ansprechen, sondern auch Menschen ansprechen, die gerne sich mit schönen Dingen umgeben. Und jetzt haben wir einfach, finde ich, das Motto Garten, Wohnen und Leben. Veranstaltet wird die Ausstellung vom Kiwanis Club Leoben. Ziel des Clubs ist es, in Not geratenen Familien und Kindern zu helfen. Der Erlös der diesjährigen Veranstaltung geht dabei direkt an Organisationen in der Region. Konkret beim Gartenzauber werden zu 50% das SOS Kinderdorf und zu 50% das Down-Syndrom-Zentrum in Leoben unterstützt. So wie auch in den letzten Jahren, diese beiden Organisationen benötigen das Geld, um eben Kindern Brücken in die Zukunft zu bauen. Bereits zum 11. Mal findet die Messe statt. Heuer erstmals in Leoben. Vizebürgermeister Maximilian Jäger erhofft sich dabei einen nachhaltigen Mehrwert für die Stadt. Wir erwarten uns natürlich zahlreiche Besucher, die nicht nur diese Gartenausstellung besuchen, sondern auch, und natürlich auch unsere wunderschöne Stadt. Und wir erwarten uns, dass sich die Menschen, die Besucher hier, wenn sie nach Leoben kommen, wohlfühlen und gerne wiederum nach Leoben kommen.